Moin, meine Damen und Herren, willkommen zu den TFT-Trends. Ich kann es nicht fassen. Dieser Game Mode ist absolut fantastisch. Ich liebe ihn über alles. Er tut meiner kleinen Seele sehr gut. Und bald ist das Game ja nicht mehr auf dem PBE, sondern für euch alle zugänglich. Das heißt, wenn ihr TFT zocken wollt, müsst ihr vorbereitet sein. In der heutigen Ausgabe wird es noch keine richtigen Kategorien oder ähnliches geben, sondern ich habe mir gedacht, ich gebe euch 5-6 Basistipps. Okay, ich erkläre jetzt nicht nochmal das Game. Ihr müsst es einfach spielen. Ihr lernt das innerhalb von 2-3 Games. Aber einige Grundmechanics will ich euch mitgeben, die wahrscheinlich auch erfahreneren Spielern helfen. Tipp Nummer 1, das Mana und die Ultimates. Bei vielen Champions im TFT geht es darum, dass sie ihre freaking Ult rauskriegen. Um die Ult zu casten, muss man Mana generieren und das Ganze läuft über Auto-Attacks oder über Damage-Taken. Das heißt, Tanks können schnell ulten, weil sie in der Frontline auf die Fresse bekommen. Das ist der eine Weg. Der andere Weg sind aber nur Auto-Attacks. Und das ist sehr kritisch, denn in Dota Auto-Chess war dein Schaden wichtig. Das heißt, wenn der Gegner tanky war, hast du kein Mana bekommen. Und wenn du gekrittet hast, hast du richtig viel bekommen. In TFT ist das nicht so. Das heißt, für euch als kleiner Pro-Tipp, die Träne ist ganz nice. Das heißt, ihr startet mit mehr Mana. Aber Auto-Attacks und Attack-Speed sind nicer. Habt das bitte im Kopf, mit Attack-Speed kriegt ihr mehr Mana. Rageblade ist besser als Träne. Wichtiger Tipp, weil es ist scheißegal, ob der Gegner dodged, ob der Gegner als Knight-Schaden blockt oder ob du selber krittest. Der Mana-Wert bleibt immer gleich. Tipp Nummer 2, TFT ist ein Economy-Game. Ihr bekommt jede Runde Gold. Und in diesem Game gibt es Zinsen. Solltet ihr also eine Runde mit 10 Gold beenden, kriegt ihr ein Bonusgold die nächste. Solltet ihr mit 20 beenden, kriegt ihr 2 Gold. Das heißt, 10% Zinsen bis zu einem Maximum von 50 sind drin. Das heißt, 5 Gold könnt ihr zusätzlich gewinnen, wenn ihr immer so um die 50 Gold bleibt. Das ist eine Standardmechanik, die auch bei Dota Auto Chess existiert. Ob das Ganze jedes Mal klappt, ist etwas anderes. Denn es gibt auch die Methode, dass man weniger Gold hortet und mehr rollt. Rollen ist super teuer, kann aber dazu führen, dass du sehr früh Level 2, Level 3 Units bekommst und dadurch das Game dominierst. In TFT ist das Roll-Verhalten anders als in Dota Auto Chess. Bei TFT ist der High Roll unnormal hoch, aber der Damage für Goldhorten ebenfalls. Du kriegst aufs Maul, und zwar des Todes, wenn du Runden verlierst. Tipp Nummer 3, eine Strategie festlegen. In TFT musst du sehr flexibel sein. Level 2er Units können auch ohne Synergie sehr stark sein. Eine Komposition, mit der man das Spiel aber gewinnen möchte, festzulegen im Midgame, ist sehr wichtig. Ihr müsst wissen, will ich auf Yordle gehen? Will ich einen Hyper Carry haben? Versuche ich auf Glacial oder bin ich ein Sorcerer? Diese Dinge sollte man zügig festlegen, aber nicht allzu früh darauf versteifen. Gerade weil 6er Kompositionen natürlich dazu führen können, dass ihr viele Level 1er Units reinpackt, nur für die Combo. Das kann manchmal nach hinten gehen, wenn Level 2 Units deshalb auf die Bank gepackt werden. Eine Strategie jedoch festzulegen, ist sehr wichtig. Tipp Nummer 4, bleibt cool und ruhig. TFT oder generell alle Auto-Battler ist ein bisschen wie Poker. Es gehört Glück und der sogenannte High Roll gehört auch dazu. Es kann sein, dass ihr einfach eine überfrühe Combo kriegt. Oder es kann sein, dass ihr auf Level 5 gegen einen Level 3 Kha'Zix spielt. Habe ich alles schon gesehen? Holy shit, ist das nervig. Glücks- und Pechsträhnen gehören in diesem Spiel aber dazu. Auf die Masse der Games setzen sich aber meistens die erfahrenen Spieler durch. Das ist wirklich wie beim Poker. Glaubt mir, ich hatte auch schon Boards, wo ich einfach 5 Millionen Zweierpaare hatte und mir gedacht habe, I hate it. Das passiert. Blamed nicht das Game. Es ist einfach das Glück, was fehlt. Das passiert manchmal. Tipp Nummer 5. Gegner beobachten. Wenn du High Elo TFT zocken willst, musst du wissen, was der Gegner so macht. Auf zwei Ebenen ist das besonders wichtig. Erstens, wenn du eine Komposition gehen möchtest und der Gegner genau das gleiche tut. Das heißt, die einzelnen Units, die zur Verfügung stehen, also die 1er Gold, die 2er Gold, die 3er Gold Units, haben eine unterschiedliche Anzahl in einem Gesamtpot. 1er Units kann jeder kriegen, davon gibt es sehr viele. Aber 3er, 4er und 5er Units sind deutlich seltener. Das bedeutet, wenn zwei Level 2 Dravens irgendwo schon existieren, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du deinen kleinen Level 1 Draven noch hochkriegst. Irgendwie klingt das ein bisschen pervers. Fakt ist, dass ihr mit Wahrscheinlichkeiten rechnen müsst. Wenn ich gegen 3 Sorcerer kämpfe, ist es vielleicht nicht so gut, dass ich ebenfalls auf Sorcerer gehe, weil ich eingeschränkt werde. Euer Roll auf Sorcerer wird deutlich ineffizienter, weil ein Gesamtpool existiert. Und dieser Pool wird bei Legendaries und 4er Units sehr dünn. Das Beobachten bringt aber noch einen zweiten Vorteil. Und zwar ist das Karussell in diesem Game ultra speziell, okay? Hier geht es ja nicht nur darum, das richtige Item zu wählen, dazu kommen wir noch, sondern eventuell auch mal zu stealen. Wenn ihr hinten seid und wisst, okay, ich spiele gegen den Sorcerer, kann es sein, dass ihr auf eine Unit, die ihr vielleicht braucht, verzichtet und lieber dem Gegner meinetwegen einen Aurelion klaut, damit er den nicht bekommt. Das Stealen von Dingen, die ihr vielleicht nicht braucht, aber dadurch verhindert, dass der Gegner stark ist, ist super wichtig. Denn bei Items geht sowas sehr schnell und das ist der 6. Punkt. In TFT, meine Damen und Herren, sind Items alles. Die Gegenstände sind unfassbar strong,
sind sehr, sehr schnell zusammenzukriegen. Und gerade dieser goldene Spatula bricht das Game komplett auseinander. Diesen zu bekommen ist super essentiell, weil sich daraus mit die besten Gegenstände machen lassen. Das heißt, für Hypercarries ist ein Hurricane drin oder man kann eine zusätzliche Klasse hinzufügen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Tristana mit Gunslinger und Blademaster gesehen habt. Die auto-attackt 40 Leute, das ist unnormal. Du lachst dich tot. Das heißt, viele haben schon einen Gegenstands-Cheat-Sheet rausgebracht, okay? Den packt ihr auf einen zweiten Monitor oder ähnliches. Denn nicht selten ist man in der Lage, nicht nur um Units eine Composition zu bauen, sondern um Items. Das heißt, wenn du viele Rekursivbögen bekommst, kann eine Hypercarry-Comp, also mit einer starken Unit, super entscheidend sein, beziehungsweise deutlich effizienter. Das bedeutet, in den kommenden Trends werden wir auf die Items noch weiter eingehen. Okay, da kann ich stundenlang zu reden. Wahrscheinlich wird dieses Thema auch das nächste bei den TFT-Trends sein. Fakt ist aber, dass ihr euch Gedanken macht, was sind starke Gegenstände und welche brauche ich für meine Units, beziehungsweise wo will ich vielleicht hinaus? Weil dadurch ändert sich euer Karussellverhalten, okay? Das heißt, bei den Creep Rounds ist es super random, da habt ihr keinen Einfluss drauf. Das heißt, kurz bevor ihr zu einer Karussellrunde kommt, müsst ihr euch im Kopf eine Liste machen. Und in den frühen Runden ist die Liste, was für eine Unit brauche ich? Und später kann es sein, dass sich die Priorität ändert, indem ihr erstmal schaut, was für ein Item brauche ich. Und dann macht ihr euch im Kopf eine Liste. Meine persönlichen Favoriten sind dabei der Spatula, danach kommt der Rekursivbogen und danach die Trainer. Die Gegenstände darunter sind alles gute Kombinations-Items. Aber die drei sind für mich persönlich absolut OP. Zu den Gegenständen werde ich aber noch ein extra Video machen, wenn natürlich der Bedarf hier entsprechend groß ist. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. War erstmal sehr basic. In den nächsten Wochen werden wir ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, wenn wirklich alle zocken können. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.